Ihr Name. Das ist mein Name, right? Ja. Okay. Sie wissen ja, dass die gesetzlichen Krankenkassen immer weniger erstatten, Herr Ja, Benka, das ist sehr teuer geworden, right? ja? Ja, das stimmt, Jetzt bei Dennis genau. hinfahren, zur Behandlung machen, das bei Narkose gewesen, weil eines abbrechen. Scheißen Sie Krankenkasse, nichts mal Taxi für Heimfahrt bezahlen, right? Ja. Das sowieso und die Behandlung beim Zahnarzt müssen Sie ja auch selber bezahlen, ja? Oder halt Richtig. den größten Teil. Den meisten. Genau. Das ist einfach so. Nein, da kann man was dagegen tun, Herr Benker. Ja, das ist mal Dafür besser gibt es die gewesen. Zahn. Damals, Ja. vor vielen, vielen Jahren. In einer Ich anderen weiß Welt. es. Ja, ich weiß Oh. es. Ich habe auch meine erste Krone bekommen vor, wie heißt es Gott, vor 30 Jahren oder 35 Jahren. Da bin ich hingegangen, habe die Krone bekommen und bin wieder rausmarschiert und habe nie eine Rechnung gesehen, ja? Das Ja. hat alles noch die gesetzliche Krankenkasse bezahlt. Das gibt es aber heute leider nicht mehr. Ja, das ist alles Wenn man kaputt machen. heute, Alles kaputt. da, ja, das Gesundheitswesen ist ziemlich kaputt und der Zahnarzt ist mittlerweile schon der teuerste Arzt, zu dem Sie gehen können, ja? Wahrscheinlich. Jetzt mal eine Frage, weil da kann man ja aber was dagegen tun. Deswegen rufe ich ja auch an. Ja. Wie jung sind Sie denn? Wie bitte? Wie oder wie alt sind Sie, Herr Benker? Na, no, ich bin zu alt. 81 geboren. Das ist doch nicht alt, dann sind Sie gerade mal 37. Und das ist sehr alt. Ich bin schon mal jünger gewesen. Ja, ich auch. Sind Oh. wir alle mal. Okay, Sie sind gesetzlich krankenversichert, das habe ich ja schon rausgehört, Ja, ich ja? mir immer an Gesetzen halten, right? Ja, nein, gesetzlich sind Sie krankenversichert, das ist wichtig, ja? Ja. Für die Zahnzusatzabsicherung. Und jetzt meine Frage, was Ihre Zähne betrifft, ja, haben Sie noch alles gute Zähne in einem sehr guten Zustand oder haben Sie auch schon Zahnersatz, Kronen, Brücken? Beiden, right, und Implantation, okay? Oh, okay, die No. Implantate waren natürlich sehr teuer, gell? Ja, das ist sehr teuer gewesen, weil ich bin das, so, ich mache so Filmsachen bei Freizeit, right? Und da ist so ein Mann bei Internet, der immer so Video machen und ich wollte Ja. besuchen und Interview machen, der mir schlagen. Und Zahn Was? kaputt. Dann muss der aber bezahlen. Ja, aber erst einmal muss man ja selber bezahlen und dann muss man bei Gericht anrufen und sagen, hallo, der mir angreifen, right? Und dann muss man Nee, Kontrolle machen. Anzeige erstatten bei der Polizei erstmal, bevor man zu Gericht kommt. Ja, das ich dahin gehen, sagen, Rainer, Ruhe und der dann angreifen. Ach du meine Güte. Ja, weil der halt Das ist rumschreien. Ich natürlich. sollte so nicht so rumschreien. Ganz ruhig haben sie es gesagt und dann da sowas. Und ganz böse Menschen. Ja, gibt es das. Die gibt es ja. Aber die gibt es überall. Ja, das Herr ist Benker. gefährlich, weil ich habe das halt gefährliches Beruf nehmen und jetzt immer schwieriger werden. Okay, was haben Sie denn für einen gefährlichen Beruf? Und jetzt, ich bin Clown. Ah, okay. Ja. Früher Okay. das sie losgehen mit Pappnass und bei Menschen Spaß machen. Jetzt Ja. bei letztes Silvester, ich bin mit meiner Sohn, sollten wir das jetzt Clown Azubi bekommen. Sollen wir Ja, okay. zu einem Party bei einer Softwarefirma diese Ja. Silvesterparty für Angestellten Ja. machen und die alle betrunken wie das letzte Kamelle und wir dann Oh, da Jesus reinkommen Gott. und die denken wir Killer Clown und dann Angreifung machen. Ah. Ja, gut, wegen diesem Film Es. Ja, das ist ja vorher auch Kennen Sie schon, ja. sich Leute immer verkleiden und mit Kettensäge rumlaufen, right? Ja, stimmt, ja. Das ist Das, schlimm. ja, Und das ist natürlich und schon. dann der eine, der zu auf uns zu laufen. Ich bring euch alle in die Forensik. Ich bring euch alle in Gefängnis und wir dann Ach weglaufen. du meine Güte. Oh Gott, oh Gott, Aber oh die Gott. muss dann trotzdem Bezahlung machen, weil wir wollten ja Arbeiten machen, aber die nichts lassen. Ja, klar, natürlich, natürlich. Weil sowas geht ja gar nicht. Also, furchtbar.
Herr Benka, jetzt kommen wir zurück zur Zahnzusatzabsicherung. Ja, Ja. also die Implantate haben Sie ja und die wären bei uns auch immer mit abgesichert. Ja, das heißt, wenn mit Ihren Implantaten irgendwas wäre, sind die abgesichert. Und Was bedeutet? ja, dass es versichert wäre über die Ergo direkt dann, Ja, aber ja? ich habe den ja schon. Ich habe den ja schon. Was haben Sie schon? Den Implantation. Ja. Aber wenn jetzt was damit ist, sagen wir mal, Sie vertragen es nicht, es gibt eine Abstoßung oder es passiert was, Sie stürzen oder Verlieren, irgendwas, ja. verlieren. Wenn Sie es verlieren oder wenn es irgendwie wieder rausgemacht werden muss, dann müssen Sie es ja wieder neu bezahlen. Oh Gott. Ja, eben, deswegen sage ich ja, es ist ganz wichtig, dass man sich absichert für die Zähne, ja. Ja, Und ja. Sie haben ja auch noch mehr Zähne, ja? Das sind ja nicht nur die Implantate. Nein, auch Brücken und anderen Dinge. Brücken haben Sie auch. Okay, also Ja, dann mehrere. Zahnersatz Ja. wäre bei Ihnen dann schon ganz, ganz wichtig, ja? Ja, das ist ja schon Ersetzung bekommen. Also die, Right. wie gesagt, das wäre bei uns alles abgesichert. Ihr gesamter Zahnersatz, den Sie jetzt haben, wäre bei uns auch mit abgesichert. Und da könnte ich Ihnen natürlich empfehlen, eine Zahnzusatzabsicherung, und zwar entweder 75% Erstattung. Also Sie wissen ja, wenn Sie jetzt Zahnersatz brauchen, die Kasse zahlt ja nur einen gewissen Teil, so 30% rum, ja? 30 Cent vielleicht bezahlen, diese Arschlöcher. Genau. Und wir zahlen dann zum Beispiel 75 oder wenn Sie es möchten, sogar 90% vom Rest, ja? Von das Von Ihrer, von der Rechnung, Rechnung. von Rechnung. Genau, Right. genau, genau. Und zwar, das gilt für Kronen, Brücken, Prothesen, Reparatur von Ihrem Zahnersatz, den Sie jetzt schon haben und auch für teure Implantate. Also falls Sie in der Zukunft noch mal Implantate brauchen, wäre das abgesichert. Ja, das Ja, rechnen Sie dann mit uns ab. aber ich habe doch das Implantation und Brücken, liegt das doch schon bekommen. Ich nichts mehr brauche Neues jetzt bekommen, oder? Ja, aber Sie Oder sind noch das ein junger Mensch, das kann jederzeit mal was passieren, es geht kaputt oder Sie brauchen noch mal irgendwas. Und was ist dann? Dann müssen Sie ja wieder bezahlen. Ja, wir haben nichts mehr, was kann man Ersetzung machen? Ja klar, dann ist, also das heißt, Sie haben schon den ganzen Mund mit Brücken und Implantaten. Right. Oben zwei Implantate bei Mitte und hinten und ganz vorne und dazwischen ein Brücken wie über Meer bauen. Right? Ja, habe ich verstanden. Das wäre alles abgesichert bei uns, ja. Ja, aber Und unten auch? ich hab das doch schon. Nicht schon kaufen. Viele Geld bezahlen für 3 Euro. Ja, natürlich, aber das hält Ihnen ja auch nicht ein Leben lang. Wenn Sie jetzt mal älter werden, können Sie Schwierigkeiten bekommen. Sie können jederzeit Schwierigkeiten bekommen, gerade mit Brücken, ja. Das hält Brücken. nicht ein Leben lang. Und ja, habe sie das mit das Brook bei Italien, was einfach zusammenkrachen, weil Menschen drüber laufen? Kann das auch mit Zahn bei Brücke passieren in. Selbstverständlich kann Ihnen das auch passieren, je nachdem, wie viele Zähne überbrückt worden sind. Ist Ja, so eine alle. Brücke, kann die natürlich auch, wenn Sie jetzt zum Beispiel auf irgendwas Hartes beißen, wo Sie nicht mitrechnen, dass es hart ist, kann das jederzeit auch brechen und dann müssen Sie es wieder neu Also Sie bezahlen. meinen, wenn das Schwiegermonster schlägt, die Schnitzel machen? So ähnlich. Oh Gott, Genau. jetzt sind wir da dran erinnern. Da habe ich mein erstes Zähne verloren. Seitdem immer Schwiegermonster sagen. Das ist nichts gut, nichts gut. Alle kaputt. Okay. Gibt aber auch nette Schwiegermütter. Ja, können Sie mir eine geben? Ja, wenn Sie mein Sohn wären, wäre ich zum Beispiel. Oh, Ich bin Sie nett. sehen nicht klingen, right? Aber ich ja nix Bin ich ihr, aber auch. ich ja nix ihr Tochter heiraten. Sie mich dann bestimmt auch hassen. Warum denn? Weil ich keine Zähne mehr habe. Sie haben, doch, Sie haben welche. Ja, das ist ja kein Sie haben doch richtigen. gesagt, Sie haben Implantate. Das spielt doch überhaupt keine Rolle. Das ist ja wie Hemd von Lidl. Das macht doch nichts. Na doch, das Sowas spielt doch keine sieht Rolle. nicht gut. Wenn das ersetzt ist, dann macht das nichts.
dann sind die Zähne sind ja trotzdem alle im guten Zustand dann. Sieht Ja, ja alles perfekt aus. aber da bin ich einziges Clown, was kann sein Zahn rausnehmen, ohne das Gebiss drunter, weil ich dann Gebiss bei Hand habe. Möchte sie Horror-Clown mieten? Kann ich sie arbeiten, right? Nein, Aber warum denn? das möchte ich nicht, nein. Das ist nichts gut. Herr Binker, Ja? kommen wir auf die Zahnzusatzabsicherung zurück, ja? Und zwar, Sie kennen die Ergo Direkt, ist der größte Direktabsicherer hier in Deutschland. Keine Ahnung. Okay. Noch nie Werbung gesehen im Fernsehen, Ich nichts Fernseh im gucken, das Internet. heilige Ganesha verbieten. Okay. Ja, was da verbietet das? Ha, wie bitte? Ganesha verbietet das. Ja. Das ist Das nichts wusste ich gut. jetzt nicht. Das ist neu. Das ist nichts Das ist gut. neu für mich. Familie nichts TV gucken, die Computer haben. Weil in Indien wird ja sehr viel Fernsehen geschaut. Ja, aber das sind ja Menschen, was nichts leben bei den Heiligen Buch. Die auch ihre Aber Götter haben, die ja. sich nur das den gute Sache rausnehmen, sagen, oh, heilige Kuh, alle gut, aber dann böse Sachen machen. Aber nicht alle. Aber sehr vielen. Sieh, du guck mal bei Indien, 3000 Leute bei Einzug sitzen oben auf Dach. Das kann man nicht sowas machen. Ja, über Indien weiß ich schon ein bisschen. Sind Sie schon mal bei Kalkutta erfahren? Nein, das nicht, aber ich wollte immer unbedingt mal in Urlaub nach Indien und Oh. habe sehr viele Bücher drüber gelesen, Ja. sehr viele Dokumentationen. Ich habe auch nicht nur Romane gelesen, ich habe auch Bücher, Biografien gelesen Oh. und, ja. Und dann doch nichts hinfallen. Nein, bitte, Aber nein. das ist Ihre Karma. Wenn Sie wollen von Herzen gehen bei Indien, Sie bei Indien gehen. Wenn das so einfach wäre, Herr Benka. Müssen Sie, wie heißt denn, eine Visa haben? Meine Brüder bei Botschaft arbeiten. Nein, ich meine das nicht aus dem Grunde. Es ist auch sehr kostspielig. No. Doch, ist sehr, sehr teuer. Was kostet denn da zu gehen? Für So Tourismus? 2000 Euro muss man schon gut rechnen und dann kommt noch alles Mögliche obendrauf. Also so, ich denke mal, also das, was ich vorhätte, das würde mich bestimmt 5 bis 10.000 Euro kosten. Oh mein Gott. Das ist, Ja. was mir immer fragen, wenn das Menschen bei ein Land gehen, was nichts so reiche Land, warum Urlaub so teuer? Gucke mal, Arabik, aber Ägypten, das arme Land, Urlaub kann dir nichts bezahlen. Gleiche bei Indien, Pakistan, Nordkorea und anderen. Kann man nichts bezahlen, aber arm Land, sehr Auch arm. Ägypten bekommen sie ganz günstig. Ja, aber da will ich ja nichts hin, da ist ja Bombenwetter. Ja, da will ich auch nicht Und bitte, da, hin. das, und wenn Sie, sind Sie schon mal bei Pakistan gewesen? Nein, aber ich war Thailand, Ja. Mauritius, Afrika. Das ist gut, weil wenn Sie bei Pakistan das Stempel bei Passport haben, das Indien Sie nicht so sehr mögen, weil das ist nichts gut, Pakistan. Nö, da war ich noch nie. Das, Gut. da will ich auch nicht hin. Und das ist auch Scheißendrecken. Weil das interessiert mich nicht. Das ist gut, da gibt auch nichts Gutes zu sehen. Ja, da ist auch nichts, was mich interessieren würde. Das ist sehr gut. Interessieren tut mich die indische Kultur. No, sehr gut, sehr gut. Sind Sie schon mal Okay. bei Sikh-Tempel gewesen? Bisher noch nicht. Bei Oh, uns hier okay. ist keiner. Wo ist Ihr Callcenter? Wir sind in Offenburg. Das Offenburg, ist das bei, wo ist das bei Baden-Württemberg? Genau in Baden, zwischen Freiburg und Karlsruhe. Na, ich mal bei Bodensee Urlaub machen. Na, sehr, sehr schön, Das sehr ist schön. von uns auch 2 Stunden entfernt, zweieinhalb. Und ja, wenn Sie mal bei Berlin kommen, Sie dürfen sich angucken. Gerne. Sehr gut. Gerne.
Nein, ich war schon in indischen Tempeln, Sehr auf gut. Mauritius und wo war ich noch? In Nairobi war ich Nein. im indischen Tempel. Und sind da auch Inder drin gewesen oder so? Ja, 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 Möge ja. der gern Inder. Ja. Was denn? Echte oder falsche Inder? Echte. Gut, sehr gut. Weil Um viele Gottes Willen, doch Menschen keine nur. falschen. Ja, viele Menschen Geld mit der Figur, mit der Musik, mit dem Land Nein, machen, nein, aber nein, selber nein, nichts nein, ändert. nein. Ist schon viel zu lange her. Da gab es sowas noch nicht, dass irgendwas Falsches oder so gegeben hat. Da hat man Ja. sich drauf verlassen können. Ja. Außerdem haben wir auf der Insel Mauritius, wo wir sehr oft waren, sehr viele Freunde gehabt, die aus Indien waren, aus Südindien. Ist sehr gut. Da habe ich gute Karma. Und die haben uns auch hier besucht und ja, und war ich oft in Frankreich bei Freunden, die auch Inder sind. No, sehr gut. Ja. So, jetzt kommen wir aber nochmal zur Zahnzusatzabsicherung. Also sie haben bei Ja. uns keine Wartezeit, ja, sie sind vom ersten Tag an sofort abgesichert. Keine Wartezeit mehr. Nein. Das ist sehr gut, Das weil immer, heißt also, Sie weil. haben vom ersten Tag an auch Geld zur Verfügung, ja. Das ist gut. Und wir haben eine kurze Aufbauphase von nur 4 Jahren und keine Vertragslaufzeit, monatlich kündbar Das ist und auch sehr gut. weltweiten Also Versicherungsschutz, ich Herr finde das sehr Benka. gut, weil jedes Mal bei Doktor 1 Stunde, 2 Stunden, manchmal 3 Stunden warten, dann ist keine Wartezeit sehr gut. Okay. Und also Sie sagen jetzt, also Implantate möchten Sie in Zukunft dann keine mehr, weil Sie haben ja bereits schon alles. Ja, wenn man alles kann, man Implantat machen, ist besser, weil brücke Nerven. Das ist sehr Ja, katastrophisch, ja. weil manchmal das Ja, Verwechslung das machen, das müssen. Brücke von unten oben reinstecken und anderen. Und nichts funktioniert. Das ist wie mit Das Lego ist eine spielen. Prothese, ist keine, das ist dann keine Brücke, das ist eine Prothese, die Sie meinen, die man rausnehmen kann. Ja, immer rausnehmen und dann das falsche Platz dran machen. Das ist eine Prothese. Okay, das ist ja auch egal. Also da kann ich Ihnen jetzt mal ein paar Beispiele sagen. Also eine Absicherung zu mit 75% wäre dann zum Beispiel bei Ihnen für 12,80 € ja, Ja. pro Monat oder 90% Absicherung bei Ja. Zahnersatz. Das heißt also 90% bei Kronen, Brücken, Prothesen und Implantate, Ja. das wären 17,90 €. Aber ich hab den doch schon, den Implantation. Right? Klar, Ich nichts aber mehr wenn die brauchen. Brücken jetzt kaputt gehen und Sie möchten nochmal Implantate, ja, dann wären die Implantate hier abgesichert, sodass Sie dann nur noch 10% bezahlen, zum Beispiel. Sie zahlen nicht mehr alles, sondern Sie zahlen 10% Von wie viel Geld bei Sie ein von der Implantat kosten? Zahnarztrechnung. Was bei Sie ein Zweieinhalbtausend. Implantat, ein Implant, bei Sie 2.000 € paar kostet? Nein, nicht bei uns, sondern beim Zahnarzt. Und da hat bei den Zahnarzt dann keine Wartezeit mehr haben. Sie haben keine Wartezeit bei uns. Das heißt, Sie Aber sind sofort ab dem ersten Tag abgesichert. bei Sie keine Wartezeit haben, weil Sie kein Implantaten haben. Oder wie meinen? Ich glaube, Sie verstehen mich falsch, Herr Benka. Die glauben auch, darum fragen. Menschen, man kann fragen, den Menschen kann geholfen werden. Das ist ein sehr wichtiger Leitkultur. Also, Sie haben keine Wartezeit. Bei Versicherungen muss man normalerweise erst 6 Monate einbezahlen, bevor man auch nur einen einzigen Cent bekommt, wenn man zum Zahnarzt geht und eine Rechnung hat, ja? Ist ja wie bei Mafia. Nö, so ist es halt. Sag ich doch, das ist ja wie bei Mafia. Nö, das ist völlig normal. Bei jeder Versicherung haben Sie eine Wartezeit, außer bei der No. Kfz-Versicherung. Wenn Sie eine Versicherung abschließen, haben Sie immer erst eine Wartezeit, bevor Sie sie in Anspruch Nein, nein, nehmen nein, ich dürfen. das ich Autoversicherung haben, ich nichts brauchen. Ja, Dankeschön. da nicht, da nicht, da Ja, nicht, ja. nein, nein, Ich nein, rede nichts aber brauchen. von der Zahnzusatzabsicherung. Wegen Auto? Nein, für Ihre Zähne.
Ja, aber was denn, warum das Auto da jetzt sagen? Nichts verstehen. Weil das war ein Beispiel. War nur ein Beispiel. Ball spielen? It was only an example. Do you Alright. understand? I speak the Only English. example. Yes, you can. We can do it in English if you prefer. I would prefer it, but I'm not allowed. But why not? That's customer service, Because right? I have to tell it to you in German, and you have to understand it in German. That's the problem, yeah? Yes, it is. But Because we why? What's the reason? If a customer can do it in English, why do you have to do it in German if you do misunderstanding with other people? If you don't understand me, yeah, I try to translate it in English, yeah, That's very kind. because I thought now you don't understood what I said, yeah, because of the insurance. So I Right. said it in English, Where okay? did you pick up your good English? It's not very good. Oh, it is. I once Oh, talked to no, 2 days no. ago, some call center guy called me, tried to do the scam. He told me I have to pay something to win the prize. And his English was very bad. And I asked him, "Where did you get your English? Did you get it from Kaugummi Automat?" And he Yes. und der und er sehr extremlichst wütend werden und bei Telefon schreien. Oh, Das ich habe das lieben. Ich such things das. are But why? not allowed. To Yes, but he tried to shout. do the scamming. Das ein Betrüger bei Telefon. Ich das kaputt. Ich verarsche Yes. machen. Ich hab den Ja, kaputt gut. machen. Sind wir nicht. Das Sind hab ich wir ja nicht nicht. Wir sagen. sind. Nein, nein, nein. Oh Gott. Ich soll was nicht sagen. We are insurance. Insurance for your teeth, ja? Yeah? Dit. For the dit. Teeth. 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 Okay. Ihre Zähne, ja? Ja, sehr Okay. gut. I Das just hat nichts mit Betrügen zu The tun. ne the next misunderstanding happened. It's okay. Things like that happen every day. Ja. It's not affecting the karma and the chicken tikka masala. I like it. The chicken tikka masala? Yeah, Very I become good. hungry. Oh, that's very good. My wife is making some right now, but you're too far away. Otherwise, I would invite you to Yes, come sit down with your paper so I can read it. it's too far away, sorry. Oh my God. I think it's 10 hours to drive. Yes, if you're a slow driver, you will need more time. If you're fast driver, you will do it in less time. Normally, I'm fast. You can use the airplane, but make sure there's no terrorist in the airplane. It could be dangerous. Check everyone who is waiting for the plane. Just let me pat you down. I need to see if you have the bomb, okay? Yes, like this. You could do it. I bet they don't let you on the plane then too. Yeah, that's a It problem is in indeed. our days. So In our days. does your manager need English lessons so you can allowed to talk English to other people? It's because he don't understand it? No, he understands it. He speaks more languages like me. No, which language do you speak besides from I English? only German and English, Oh, of that's course. too bad. I know. No. Mr. Becker, Yeah. now we have to go back to the topic. Yes, we did it several times already. Also sollen wir, was möchten Sie sagen? Ja, und zwar, es geht hier um die Zahnzusatzabsicherung, ja. Also ich habe Ihnen ja gesagt, da gibt es die Möglichkeit, sich zu 90% Absicht abzusichern, wenn jetzt was wäre mit Ihrem Zahnersatz, ja, für 17,90 € pro Monat. Ja. Was sagen Sie dazu? Wozu? Zu unserem Angebot. Entschuldige. 17,90 € Nicht gerade to mein our offer. 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 The offer. For the insurance. Yes, Ninety I still don't know why should I need it. I already have the replacement. I have everything. Yes, I know that you have the replacement, but it can
Many things can happen to your replacements. Right. And if you are not insured, you pay it again. But I just go to doctor and say, do it right. You did the fuck up. Why do you do it? Yeah, but the doctor will send you the bill. No, if he did something wrong, he had to pay for it. No. The doctor not. The doctor fucks up the implantation and I have to pay it? That's like a mafia. Yes. Again, we're back to topic. Yes. It's like the mafia. Yes. No. I can go to Indian shaman. They will do it. Okay. Then maybe you do it there. Then it's cheaper. Oh, it is. They hit you on the head and you don't feel anything. Okay. Are you laughing about Indian shaman? No, I don't want My grandfather to be is Indian shaman. I don't... Oh, sorry, no. Sorry. But I don't want to be hidden on my head. it only hurt one time. If they do the teeth repair without hitting you on the head, it will hurt all the time. Yeah. Aber hier bekommt man Spritzen. Yes, dass Menschen allergisch bei Spritzen geben. Haben Sie eine Allergie? Ja, Penicillin. Und Aspirin. Ah, okay, na, ja. But, Warum Sie Englisch again. Reden? Warum rede ich Englisch, genau? Weiß nicht. Sie sehr Konfuzius machen. Yeah, I can switch off in English and I can switch off in German and switch on or off. Also wenn Sie Sprachen mögen, dann können wir Russisch machen. Nichts Russisch sprechen. Das kann ich nicht. Nein. Paar Russisch geht, kein Dela. Nieto? Jetzt verstehe ich. Oh, sehr gut. Vodka. Okay. Herr Benka, dann, Sie, ich glaube, das mit unserer Zahnzusatzabsicherung, das ist nicht ganz verstanden worden. Right. Ich glaube, es war ein nettes Gespräch mit Ihnen. Ja, ja. Ich wünsche Ihnen noch alles, alles Gute, ja? Ja, und, Und passen Sie auf sich auf. Ja, das werde ich sehr machen. Und was jetzt der Sinn von dem Anruf gewesen? Nicht sehr viel Spaß haben, aber nichts verstanden. Genau. That's it. Okay, das okay, alles gut. Sie auch, okay, Sie auch no klauen, problem. Sie wollen Spaß machen? I like to ich mache gern Spaß, warum? Na, weil jetzt anrufen, ganze Zeit reden, auflegen. Ja, ich muss jetzt auflegen, weil sonst mein Chef mit mir schimpft. Chef? Ja. Ich habe einen Chef, ja. Und der steht hinter mir und ich bekomme gleich Ärger, wenn ich nicht über die Zahnzusatzabsicherung, sondern über was anderes spreche. Ja, wir die ganze Zeit von der Zähne reden und ich immer sagen, ich soll ein neues Zahn haben bei oben, bei unten und dazwischen. Okay. Ja. Also dann habe ich Ihnen ja gesagt, 90%. Ja, ja. Also 90%. 100% neues Zähne haben, 100 alle neu machen. Wegen des 100% bei der Regelversorgung und 90% bei dem, was Sie privat noch zahlen müssen. Das wären 17,90 Euro im Monat. Sie sind die junge Frau, aber jetzt schon dreimal sagen, ich schon neues Zähne haben. Ja. Haben Sie gesagt? Ja. Mhm. Okay. Gut. Also, wie verbleiben wir jetzt? Excuse me? Was How meine? Can we continue? I maybe, try to tell maybe you. You tried to tell me the joke or something? No. In this topic I cannot make jokes. It's not possible. It's my job. Right. Dann muss ich eine joke machen. Sie kennen das, wenn bei einer Zug bei Indien 300 Leute auf Dach sitzen, right? Ja, klar. Und bei Deutschland, wenn sie mit Zug fahren, das Menschen, wo das Ticketkontrolle machen,
immer sagen, genießen Sie den Fahrt in vollen Zügen. Und jetzt Sie sich vorstellen, das Bild von Indien, wo das Leute auf Dach sitzen. Gut, gut, super. Ja, daher das Kommen. So, ich habe sofort verstanden, aber das in vollen Zügen heißt auf Deutsch was ganz anderes. Das bedeutet nicht volle Züge, sondern dass man es genießen soll. Vollkommen. Ja, enjoying. Yes. Okay. Ich weiß aber nichts, wie soll das Spaß machen, da auf Zug drauf zu sitzen. Das nie das machen. Das weiß ich auch nicht. Das immer nur den unter das Kaste machen. Ja, also ich könnte es auch nicht. Das ist sehr gut. Sie gute Sympathiepunkt machen. Sie unbedingt gehen bei Indien und Karma erfüllen. Okay, mache ich, Herr Benker. Das ist sehr dann gut. Alles Gute für Sie, Herr Benker, ja? Ja, möge Ganesha Sie behuten. Danke, vielen, vielen Dank. Ja, auf Wiederholung. Ja, tschüss. Wiederhören. Ja, bye. Ja, ich weiß nichts. Frau ganze Zeit reden, da bin ich nichts verstehen. Dorian, kannst du helfen? Machen?